Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier vor einem richtig, richtig doll coolen Labor. Und in diesem Labor können wir richtig doll viele verschiedene Blöcke miteinander kombinieren. Das wird richtig doll nice. Das bedeutet, wir könnten zum Beispiel einen Netherite-Block und einen Diamant-Block miteinander kombinieren und bekommen einen richtig, richtig doll coolen Block dabei raus. Das wird sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, Katja, es geht hier in den Aufzug. Und schau mal, Katja, das hier ist auf jeden Fall das Labor. Das ist so nice. Und hier können wir die verschiedenen Blöcke auswählen. Wir können hier auf jeden Fall den ersten Block auswählen, hier den zweiten. Die werden hier durch die Pisten zusammengepresst und wir bekommen dadurch hier einen neuen Block raus. Okay, als erstes wählen wir den Observer-Block aus und als zweites wählen wir den Diamant-Block aus. Die beiden werden jetzt kombiniert. Moment mal, was bekommen wir? Oh, wir bekommen einen Diamant-Golem. Das ist ja nice. Okay, wir können auf jeden Fall nach oben fahren und den Diamant-Golem platzieren. Ich bin richtig doll gespannt, wie dieser aussieht. Und bitte Diamant-Golem platzieren. Oh, wie cool ist das denn? Er hat einfach drei Diamantblöcke drumherum. Wie cool der aussieht. Oh Gott, pass auf, er greift dich an, er greift dich an. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir gehen wieder ins Labor und kombinieren die nächsten Blöcke miteinander. Die nächsten zwei Blöcke, die wir kombinieren können, wäre das End-Portal-Frame und Obsidian. Da bin ich auch richtig, richtig doll gespannt, was dabei rauskommt. Okay, Obsidian haben wir. Es wird aktiviert. Die beiden Blöcke werden miteinander kombiniert. Das sieht richtig doll nice aus. Und wir haben hier ein Portalblock. Und bitte hier platzieren. Was ist denn da los? Moment mal, Katja. Können wir hier reingehen? Tatsächlich. Oh, wir kommen in eine weitere Dimension. Wie cool das hier aussieht. Wow, wir haben einfach einen Enderman-Gast und wow, wie cool sehen die denn aus? Das ist ja richtig, richtig doll nice. Hier spawnt einfach ein Enderman-Gast. Das gefällt mir richtig gut. Und Phantom sind hier auch. Was ist denn da los? Das ist ja wirklich richtig, richtig doll cool. Okay, wir konnten einfach aus dem Endportal und Obsidian eine neue Dimension erschaffen. Oh, das ist richtig doll nice. Hier ist wieder ein Gast. Oh, wie der aussieht. Ich will auch zurück, ich will auch zurück. Oh, schnell. Ab zurück, Marsch. Okay, was wollen wir als nächstes kombinieren, Katja? Netherite und Diamant. Ich glaube, das muss sowas krasses sein, weil es beides krasse Blöcke sind. Das stimmt. Okay, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die beiden miteinander kombiniert. Wir bekommen einfach Vibranium-Rüstung. Was ist denn da los? Okay, warte mal, ich ziehe mal die komplette Rüstung an insgesamt. Und warte mal, willst du mich mal schlagen? Ja, wow, wie stark ich dadurch bin. Das ist eine richtig, richtig coole OP-Rüstung. Okay, Moment mal, Carter. Willst du mir vielleicht mal ein bisschen Damage machen insgesamt? Durch die Rüstung bekomme ich einfach Resistance und Stärke. Okay, du kannst mir ein bisschen Damage machen. Ja, Alter, ich bekomme kein einziges Herz abgezogen. Ich bin so, so doll stark mit der Rüstung. Und wenn ich dir jetzt Damage mache, bist du sofort weggeschnetzelt. Das ist ja eine wirklich richtig doll coole Blockkombination. Einfach ein Netherite-Block und ein Diamant-Block zusammen. Wie cool. Als nächstes, Katja, können wir einen Dispenser und Magma miteinander kombinieren. Hier haben wir Dispenser und hier haben wir Magma. Die werden miteinander kombiniert. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier rausbekommen. Und Moment mal, wir haben ja einen OP-Dispenser. Den können wir auf jeden Fall platzieren. Ich bin richtig gespannt, was der OP-Dispenser ja machen kann. Ich platziere den mal hier insgesamt und er brennt vorne einfach. Das ist ja cool. Okay, wir können hier auf jeden Fall ein paar Pfeile reinlegen und die Pfeile werden automatisch entzündet und er schießt ja brennende Pfeile. Das ist nice. Okay. Und tatsächlich, Feuerpfeile schießen hier raus. Das ist ja richtig doll nice. Und du brennst gar nicht. Ja. Wir können einfach aus einem normalen Dispenser und einem Magma-Block hier einen Feuerdispenser näher kombinieren. Oh, sehr cool. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir könnten vielleicht einen Stone Slab und ein Quartz Slab miteinander kombinieren. Ich bin sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Oh, das sieht cool aus. Und, Moment mal, was haben wir denn hier? Schau mal, Katja. Der Block ist ja riesen, riesen doll groß und er besteht zur Hälfte aus einem Quarz-Slab und zur anderen Hälfte aus dem Stein-Slab. Das ist ja cool. Und schau mal, Katja, wie cool sieht das denn aus? Oh. Okay, wir haben einfach aus zwei halben Blöcken einen ganzen Block gemacht. Oh, sehr nice. Okay, was möchtest du als nächstes kombinieren? Wie wär's mit Netherite und Bedrock? Okay, ich glaube, das ist ganz nice eigentlich. Ja, stimmt. Ich bin so doll gespannt, was bei einem Netherite-Block und bei einem Bedrock-Block rauskommt, damit die miteinander kombiniert. Okay, sie werden kombiniert. Das ist ein Dirt-Block. Was ist denn da los? Bitte? Moment mal. Das ist unzerstörbare Erde. Das ist cool. Okay, ich platziere die unzerstörbare Erde mal hier hin. Können wir die abbauen? Nein. Nein. Wow, die können wir einfach nie mehr kaputt machen. Das ist ja richtig doll cool.
cool. Okay, wenn wir einen Netherite-Block und einen Obsidian-Block miteinander kombinieren, bekommen wir einfach unzerstörbare Erde. Das ist richtig, richtig doll nice. Okay, Moment mal, Kater. Vielleicht können wir als nächstes zwei Pisten miteinander kombinieren. Das ist cool. Okay, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt bekommen, wenn die beiden kombiniert werden. Okay, wir bekommen einen weiteren Pisten. Es ist der Super-Pisten. Okay, Moment mal, Kater. Es könnte sein, dass der Super-Pisten doppelt so lang ist. Das wäre nice. Okay, es geht ab nach oben insgesamt. Ich platziere den Pisten mal hier hin. Okay, werden wir den aktivieren? Tatsächlich, er wird verlängert. Schau dir das mal an. Das ist ja wirklich richtig, richtig doll nice. Wir haben einfach einen doppelt so langen Pisten, der die Blöcke richtig doll weit schieben kann. Oder kann das? Das stimmt. Das ist ja wirklich super, super, super cool. Als nächstes können wir ein Bienennest mit einem Eisenblock kombinieren. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt bekommen. Okay, wir bekommen hier ein Eisenbienennest. Das sieht ja cool aus. Okay, das Eisenbienennest platziere ich mal hier insgesamt. Wow, und wir bekommen einfach Roboterbienen, die Laser schießen. Die schießen auf dich. Was ist denn da los? Und die schießen auch auf mich. Das ist ja richtig mies und fies. Okay, als nächstes können wir hier den Stonecutter mit dem Observer kombinieren. Was bekommen wir hier raus? Ich bin sehr doll gespannt. Und wir bekommen, wow, eine Sägefalle. Das ist nice. Die Sägefalle können wir auf dem Boden platzieren. Und wenn ein Spieler oder Gegner dort drüber laufen, bekommen sie richtig doll viel Damage von der Säge. Die Sägefalle kann ich zum Beispiel hier hin platzieren. Und Katte, wenn du jetzt hier über diesen kleinen Block drüber läufst, dann wow, bekommst du einfach Damage. Wow, und die Säge kommt von unten hoch. Wie cool das aussieht. Die Falle ist ja so, so doll nice. Oh, wie cool. Als nächstes Kater können wir einen Spawner und einen Diamant miteinander kombinieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier für einen Block bekommen. Und wir bekommen einen Diamant-Spawner. Das ist cool. Durch den Diamant-Spawner spawnen Diamanten drumherum. Das ist richtig, richtig doll nice. Und schau mal, Kater, tatsächlich, hier sind richtig doll viele Diamanten außenrum gespawnt. Oh, sehr cool. Als nächstes können wir hier einen Dispenser und einen Diamantblock miteinander kombinieren. Und was bekommen wir? Ich bin sehr doll gespannt. Und wir bekommen, wow, ein Diamantdispenser. Das ist nice. Okay, ich bin richtig doll gespannt, was der Diamantdispenser ja machen kann. Den Dispenser platziere ich mal hier. Und wenn wir den Dispenser auslösen, wow, spawnt Feuerwerk. Oh, wie schön das aussieht. Und es schießt dir einfach unendlich viel Feuerwerk raus. Ui. Wie schön das aussieht. Der Diamantdispenser gefällt mir wirklich super, super, super doll gut. Als nächstes Karte könnten wir vielleicht einen Magma-Block mit TNT kombinieren. Oh, ich bin sehr doll gespannt. Okay, bitte kombinieren. Und wir bekommen, wow, ein Magma-TNT. Das ist nice. Das Magma-TNT platziere ich mal hier beim Baum insgesamt. Es wird entzündet. Oh, Kater, pass auf, pass auf, pass auf. Wow, was ist denn da los insgesamt? Was ist hier passiert? Das Magma-TNT ist ja richtig, richtig doll stark. Hier wurde einfach alles weggeschnetzelt. Und wir haben hier ein riesen, riesen doll großes Loch. Oh, sehr cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.